Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, wir machen uns jetzt einfach zusammen fertig. Ich muss mich eh für den Tag richten, also von daher. Ja. Ich guck mal, was mein Schminkkörbchen hermacht. Ich hatte euch im Schminkkörbchen noch ein paar Sachen verschwiegen, welche ich benutzen möchte. Und zwar waren es diese zwei Produkte. Das sind zwei Mascaras, einmal von Mary Kay. Die Ultimate Mascara hat so ein Bürstchen hier. Ich möchte einfach jetzt meine Mascaras eigentlich leer machen. Eigentlich totaler Schwachsinn, dass man jede Woche eine mit reinnimmt. Aber bevor sie mir austrocknen und ich sie nicht austesten konnte, möchte ich es doch benutzen. Ja, ich sprühe mal mein Gesicht an. Das ist immer, das riecht wirklich sehr, sehr frisch. Kann ich euch empfehlen für, ja, Prime and Care Spray. Ich weiß auch, dass die ein Fixierungsspray haben, so in 75 Milliliter. Leider habe ich es noch nicht entdeckt gehabt in der Drogerie. Naja, so schlimm ist es nicht. First Impression wollte ich diese Olario Palette da ausprobieren. Ich würde sagen, ich trage mir heute die Yves Saint Laurent Foundation auf. Das Fit Me Puder. Und dann den Primer hier mit Lichtschutzfaktor 20, glaube ich, hatte. Ja. Und weil ich eben Retinol benutze, muss man eigentlich auch einen Lichtschutzfaktor. Ich glaube, dann ist die Haut ein bisschen angegriffener. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe das irgendwo gehört und dachte, okay, Sonnenschutz schadet ja eigentlich nie. Diese Lockenmoleküle sind sehr ungünstig da. Und ich mag den Primer. Der macht irgendwas, macht das schon. Keine Ahnung, er ist schon so ein bisschen fettig wie eine Sonnenmilch, aber irgendwie tut er schon was für meine Haut. Wenn ich ihn drauf habe, fühle ich mich wohl. Ja, und die Olario, ich dachte, keine Ahnung, was für ein Look, aber wahrscheinlich so ein lila Tönen. Ich werde diese zwei Lockenwickler jetzt rausnehmen. Ich denke, es ist gut. Ja, auf jeden Fall gut. Ja, seht ihr? Kleine Partylocken. Wir machen das auch zusammen nachher raus, wenn ich fertig bin. So, als Primer hatte ich ja eben, wie gesagt, den von Essence im Schminkkorb. Dann, ja, mische ich erstmal die Yves Saint Laurent mit den... Es ist relativ dunkel und ich denke, dass es mir jetzt im Moment sehr dunkel sein wird. Im Sommer könnte mir das tatsächlich passen, weil ich im Sommer wirklich ein dunkler Hauttyp werde, was erstaunlicherweise für mich ist, denn ich bin eigentlich so käsig, gerade im Gesicht, aber mein Körper hat immer Farbe und ich denke, dass das eine gute Mischung sein wird, wobei es könnte auch ausgeblendet gut passen, keine Ahnung, könnte mich auch irren, aber auf jeden Fall trage ich die jetzt erstmal zusammen auf und gucke, was passiert und ich hoffe, dass es was wird. Die Locken habe ich jetzt ins trockene Haar und habe da meine Schmusekatze mit rein. Und ihr seht, es wird richtig so schweinchenhaft. Das gefällt mir richtig gut, weil ich habe versucht, so weit es möglich ist, am Ansatz zu gehen. Das funktioniert irgendwie bei den Dingern nicht. Da braucht man diese Stäbe, glaube ich, weil das hängt ja so an sich schon so weit runter, bis man es drehen kann. Ich komme da einfach nicht hin mit den Wicklern. Aber ich liebe so kleine Schweinslocken. Ich finde einfach, das sieht süß aus an mir. Und das mag ich. Und mein Freund ist auch nicht abgeneigt von der Frise. Und ich habe ein Paket bekommen. Das seht ihr hier im Hintergrund. Das ist eine Perücke, die ich testen durfte. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die. Wir werden morgen oder heute Nachmittag, je nachdem, eine First Impression dazu machen. Denn jetzt möchte ich mich versuchen, einfach, ja, schön zu schminken. Und jetzt habe ich halt ja meine Frisur. Und es wäre so schade, wenn ich die jetzt kaputt mache durch diese... Ich hätte das anders da einwickeln müssen. Ich muss mal noch eine andere Möglichkeit finden. Muss mal ein bisschen bei YouTube schauen. Okay, die Foundation, ja. Passt gut. Also, vielleicht seht ihr das, dass es relativ gut passt. Vielleicht, ich nehme das mal von den Lippen runter. Ja, kann mich jetzt im Moment nicht beklagen, sagen wir mal. Wir wissen ja nicht, wie es endet. Im Desaster mal wieder.
Mein Concealer hatte ich jetzt fast 24 Stunden da stehen gehabt. Wie ihr seht, ist da echt nicht mehr viel drin. Könnt ihr das erkennen? Also es geht nur noch bis hier. Da konnte er jetzt gut ausdünsten. Und ich hoffe, dass der nicht mehr so flüssig ist. Das nervt nämlich schon ganz schön, dass der so flüssig geworden ist. Also, oder war. Na, das ist ja so eine Alkoholpastete da. Die sind relativ flüssig. Leichte Deckkraft zum Empfehlen überhaupt nicht. Lieber Catrice oder Essence. Auch, ja, kann ich euch nur ans Herz raten, aber nicht den von L'Oreal. Den finde ich echt schlecht. Also den finde ich einer der grottigsten. Ich musste natürlich an meinem Pickel rummachen, bevor ich ein Video drehe. Das muss ich immer. Ich muss immer an mir herumdrückseln und machen und tun. Das war schon immer so und das wird sich auch nicht ändern. Und meine Haut regeneriert sich relativ gut dadurch. Ich habe auch keine Narben davon, von der Rumdrückerei. So. Ja, ein bisschen Botox würde mir jetzt heute auch nicht schaden, aber es ist halt so, wie es ist. Ich benutze die 120. Ich kann das ja mal mit dem MAC Puder in NC25 vergleichen. Sogar das NC25 ist, glaube ich, ein Ticken. Ja, das ist ein bisschen rosastichiger als das hier. Ja, das trage ich mir jetzt im kompletten, in der kompletten T-Zone auf. Ich finde, die Foundations, was heißt in der T-Zone? Doch, Matte & Poreless, wir tragen uns das auf der T-Zone auf. Es ist immer schwierig, ein Puderprodukt, was auch Farbe abgibt, nochmal mit einer dunkleren Foundation zu probieren, sage ich mal, weil man einfach nicht weiß, wie es endet. Ist halt einfach so. Heute Nachmittag bin ich endlich mal eingeladen. Was heißt endlich eingeladen? Aber eingeladen zu meiner Freundin, die 3 Monate nicht da war. Und ich sehe sie das erste Mal und ich freue mich tierisch. Das ist einer meiner Jugendfreundinnen, die ich mit 13 Jahren kennengelernt habe. Ja, wir kennen uns schon 15 Jahre, wollen jedes Jahr feiern, dass wir uns kennen und vergessen das einfach. Oder wir feiern nicht, weil wir einfach zu alt geworden sind. Auf jeden Fall war sie in Indien, glaube ich. Oh, ich weiß es doch nicht mehr, wo sie genau war. Und ja. So. Wir könnten ja auch mal das hier ausprobieren. Ich denke, das ist auch eine gute Möglichkeit. Das hier mal zu testen. Ich meine, es ist jetzt abgepudert, aber immer noch nicht so. Ich mag diese Pipetten nicht. Vor allen Dingen, die ist so schräg. Da habe ich Angst, dass das Teil hier abbricht. Oh, das war, glaube ich, ein bisschen too much. Ich finde, Cremeprodukte müssen eigentlich auch auf einer leicht abgepuderten Oberfläche funktionieren. Sonst sind sie einfach durchgefallen. Weil irgendwie muss man das ja auch setten. Ja, also ich hoffe, das trocknet so ein bisschen an. Sonst habe ich ein Problem. Und ich habe es auch zu weit in meinen Wangenbereich gezogen. Es trägt die Foundation nicht ab. Sieht eigentlich gerade ganz, ganz hübsch aus. Und ich habe viel zu viel Produkt aufgenommen, wie ihr seht. Aber es ist echt eine tolle, peachige, ja, Kupferfarbe, die einen frisch wirken lässt. Ich liebe ja neue Sachen auszutesten, das wisst ihr ja. Ja. Jetzt gucken wir mal einfach, was passiert. Ja, der Elfstift neigt sich dem Ende und deswegen benutze ich ihn noch, bis er halt eben komplett leer ist, damit ich meinen Augenbrauenstift, damit ich nicht so halb angefangene Dinge habe. Ich habe alles angefangen. Aber ich liebe es auch, Sachen aufzubrauchen. Keine Ahnung. Ich bin da echt im Zwiespalt. Melanie hat so ein tolles Video hochgeladen. Ich verlinke das Video mal, was ich meine. Da hat sie auch gesagt, zwischen Konsum, also zwischen dem Kaufen und ich lasse es oder aufbrauchen und wenig haben, ist wirklich, das ist bei mir auch so, ich brauche gerne Sachen auf, habe weniger, weil ich weiß, dass es einfach leichter einem fällt, auch Sachen aus, also ja, leer zu machen, aufzuräumen, ja. Diese KonMari-Geschichte da, das hatte ich ja auch 2016 ausprobiert, fand ich auch toll, habe alles ausgemischt, alles im Keller, weil ich alles verkaufen wollte. Meine Wohnung war sauber, leer.
Und dann hat mir das gefehlt. Ja, dann bin ich wieder in den Keller, habe das wieder hochgeholt. Also nicht unbedingt, was mir gefehlt hat, weil ich darauf kam, ah, ich habe das ja auch im Keller. Und vom Flohmarkt konnte ich leider nicht so viel loswerden, weil die Leute einfach nicht bereit sind, viel für wenig Geld. Die wollen am liebsten es geschenkt haben. Und ich stehe da keine 10 Stunden, um nichts zu verdienen, ja. Und dann noch drauf zu zahlen, weil ich ja noch Gebühren zahlen muss. Aber Flohmarkt mache ich eigentlich gerne mit einer Freundin. Das macht mir echt Spaß. Also nicht dieses Verhandeln, das mag ich eigentlich nicht. Mir ist eigentlich, ach, nimm das mit, dann muss ich weniger schleppen. Aber es gibt auch Leute, die wirklich dreist sind. Wirklich dreist. Und das hatte ich auch noch in meinem Schminkkorb. Das benutze ich jetzt so lange, bis es leer wird. Weil da ist auch nicht mehr so viel drin. Ich habe da auch den Stopper entfernt schon mal, um einfach sicher zu gehen, wie viel Produkt da drin ist. Und wie ihr erkennen könnt, die Dinge sind alle fast leer bei mir. Also ich benutze das auch. Also auch wenn ich so viel habe, benutze ich trotzdem meinen Kram. Das würde mein Freund mir jetzt auch nicht abnehmen, aber er denkt ja immer, ich kaufe nur. Aber nee, nee, nee. Ich brauche auch auf. Der weiß ja nicht, er guckt ja nicht mein Video. Meine Aufbrauchvideos. Er denkt sich immer nur, die alle hatten Schaden. Und ich habe am Wochenende das erste Mal bei Larisee bestellt. Und zwar sind das ja Duftzwillinge. Ich meine, ich habe jetzt nichts. Das war so eine. Ich war auf Instagram und dann habe ich das gelesen und ich wollte ja eh bei Larisee mal bestellen. Ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt gehabt und hatte auch euch bei Instagram gefragt, was eure Düfte sind und ob ihr schon mal bei Larisee bestellt habt und ob ihr halt eben mir was empfehlen könnt. Und ich habe mir, ich bin mir schon gar nicht mal sicher, aber auf jeden Fall Dior Sauvage, das Männerparfüm, bestellt, um zu. Eine Flakon für mich, für den Abend, damit ich mich zusprühen kann. Leute, ihr wisst gar nicht, wie verrückt ich nach diesem Savage bin. Auf der Arbeit hatte ich mal, da war so ein Typi, und dann hat er danach gerochen und ich habe ihn dann gefragt, was das ist. Der hat deinen Laden gleich verlassen, weil ich so hysterisch war. Ja, das fand ich dann nicht so cool, aber gut. Kommen wir zur Ola Rio Palette. Ich sette mein Lid wieder nicht, weil ich finde einfach, das lohnt sich nicht. Ich gehe aber trotzdem in diese Transition Color. Das ist der einzigste helle Ton, den man so als Übergangston benutzen kann. Ich hatte ja schon im Video erwähnt gehabt, dass da nicht so viel Auswahl ist. Es beschränkt sich doch irgendwie auf einen entweder ganz hellen Look oder einen, ja, oder einen lilanen. Das ist aber eine ganz, ganz tolle, allein diese Verpackung. Ich muss noch mal in den Müller gehen. Ich wollte Sandra ja auch Lockenwickler mitbringen und auch, ja, was wollte ich noch? Ja, ich wollte mir die Palettchen noch mal angucken. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich benutze jetzt den dunkelsten Ton aus der Palette und trage mir den jetzt erstmal hier so in der Crease auf. Ich benutze meine Pinsel, die ich gut kenne. Und zwar sind das meine Zoeva-Pinsel. Ich, ja, eigentlich könnte ich alle Augenpinsel fast schon ausmisten von BH Cosmetics. Nun, nicht, weil sie mir nicht gefallen. Ich finde einfach, man kann selbst entscheiden, ob man, ja, man kann einfach entscheiden, ob man, einen tollen Augen-Make-up-Look gleich haben möchte oder erst nachher, nach dem Aufbauen. Und ich möchte eigentlich immer gleich ein. Ich möchte nicht so viel aufbauen. Und ich finde, man sieht auch ganz, ganz stark, wie toll Pigment aufgenommen wird durch diesen Echthaarpinsel oder Echthaargemisch. Ich muss nochmal nachlesen. Ich schreibe euch das mal hin, ob das ein Gemisch ist oder nicht. Aber ich glaube, das sind Ziegenhaare. Jedenfalls riecht das immer nach Ziege, wenn ich das wasche. Klar, für Veganer und Vegetarier und bla 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 ist das nix. Ich glaube. Ich finde Zoeva Pinsel toll. Ich versuche mal eine Umfrage reinzumachen, ob ihr Bock habt auf meine liebsten Pinsel von Zoeva oder von überhaupt anderen Marken, was ich euch so empfehlen kann. Auch für den Einsteiger. Ich finde es trotzdem wichtig, tolle Pinsel zu haben. Ich, ja,
finde einfach wichtig. Zum Verblenden wiederum kann man ruhig synthetische Haare benutzen. Da gehe ich auch nochmal in den cremefarbenen Ton und trage mir den unter der Augenbrauen auf und verblende sozusagen hier die Kanten. Weiß gar nicht, wie viel Zeit wir heute haben. Ah ja, gut. 40 Minuten Video möchte ich jetzt eigentlich nicht wieder machen. Aber manchmal ist das einfach nötig, um euch meinen Senf zu geben. Ja, Schluppis. Da muss man einfach immer ja, ganz normal schauen. Ihr seht, wie unterschiedlich es gerade ist. Ich wollte auf jeden Fall meine Lockenwigklammer wieder ausprobieren. Und ich muss sagen, es ist getrocknet, also es ist nicht klebrig. Bisschen vielleicht, minimal, aber wirklich nur minimal, zum größten Teil getrocknet. Dieser Liderton macht mich sehr, sehr, sehr an. Ja. Ich versuche immer meine Pinsel sauber zu halten. Ich weiß nicht, ob ich heute ein Holo-Ei schminken möchte oder was ich eigentlich möchte. Ich gehe jetzt erstmal in den lilanen Ton. Er krümelt etwas, aber nicht, ja, doch. Also er krümelt, wenn ich es natürlich abklopfe, krümelt er. Und ich glaube, er ist gut pigmentiert. Aha. Also Essence kann echt Bombe. Ich finde manchmal Essence ja sogar besser als Catrice. Habt ihr das auch bei den Lidschatten vor allen Dingen? Also ich fand, klar, okay, die zusammengestellte Palette von Catrice fand ich auch gut. Aber was Essence manchmal raushaut. Und dann trage ich mir das hier in dem Innenwinkel auch auf. Voilà. Ich nehme mir einen P2 Concealer und trage mir etwas auf den Handrücken auf, um die Stelle hier frei zu halten. Einfach weil der gut deckend ist. Um einfach den Goldton, der da drin ist, den hier in die Mitte aufzubringen. Habe ich gerade meinen Pinsel verloren. Ja. Gehe ich nochmal in diesen lilanen Ton, trage mir ordentlich was auf und verblende dann so ein bisschen in das Gold. Ich hoffe, ihr erkennt das, was ich da eigentlich tue. Und verblende das so ein bisschen in tupfenden Bewegungen am besten, weil dann kann sich Pigment über Pigment legen. Ich habe einiges an Fallout. Ich hoffe, ich kriege das jetzt gleich noch weg. Oh nein, jetzt habe ich das alles. Ich nehme meinen Pinsel von zu Eva und feg mir das mal eben weg. Okay, bei der Palette würde ich einfach darauf achten, vielleicht nicht zuerst die Augen zu machen, vielleicht aber auch die Basis noch nicht zu setten oder zu baken lieber oder keine Ahnung was. Gehe noch mal mit einem ganz sauberen Pinsel drüber. Auf
verblende hier so die ein bisschen diese scharf gewordenen Kanten. Mir ist ein bisschen Gold untergegangen. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Palette. Ich versuche das jetzt hier so noch ein bisschen aufzubauen mit meinem Finger, weil ich den Pinsel nicht finde. Oh nein. Unter meinem Nagel hat sich dummerweise Concealer versteckt. Also so an die Linse. Und im Winkel möchte ich ein bisschen highlighten. Das mache ich eigentlich immer so. Damit wir beim Farbschema bleiben, benutze ich auch dieses Gold hier. Das ist so gut pigmentiert. Also wirklich, Essence, du hast was rausgehauen. Und ich finde, genau diese Farben spiegeln sich einfach in der Verpackung wieder. Der Sonnenaufgang schlechthin. Dann sätte ich das Ganze mal. Ich liebe den Duft. Als Glow Glow benutze ich jetzt mal diese Palette von Love in der Farbe Warm Lights. Warm Highlight. Highlight Palette, so sieht das ganze Schatz hier aus. Und ich benutze mal die mittleren. Finde ich sehr interessant. Der hat so einen leichten Goldschien oder so einen rosanen. Und trage ihn mir hier über mein Glow-Produkt auf. Um einfach. Ja, der hat so einen rosanen Shift. Passt eigentlich ganz gut jetzt dazu. Aber meine Haut wirkt irgendwie älter. Vielleicht liegt das an den Puderprodukten, vielleicht an der Foundation. Es kann aber auch sein, dass ich das, weil ich es gemischt habe, weil diese Catrice Matte Plus oder was weiß ich, wirklich Heavy Metal ist. Ja, ich ziehe mir einen schwarzen Lidstrich ohne Wing. Ich ziehe mir einfach nur so... Ja, ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee. Und hier ziemlich nah am Wimpernkranz einfach so eine Linie. Ich finde, das sieht immer schöner aus mit einem schwarzen oder einem lilanen irgendwas als, ja, als Rahmen des Auges. Wie lange sapple ich denn schon? 16 Minuten. Gefällt mir sehr, sehr gut. Meine Güte, sieht das schön aus. Ja, ich hätte mit dem Glow-Produkt nicht so an den Wangenbereich gehen sollen. Ja, und der Primer schließt natürlich nicht die Poren. Ich habe das Gefühl, der hat sie noch mehr geöffnet. So, wir haben den Rahmen geschaffen. Jetzt würde ich sagen, trage ich mir noch ein bisschen Lippenzeug auf. Ja, eigentlich wollte ich nach der OP, die ich eigentlich haben wollte, ein Zungenpiercing stechen, damit ich das mit etwas Schönem wieder verbinden kann. Jetzt muss ich meinen allen Mut zusammennehmen und mir ein Zungenpiercing stechen lassen, weil ich das einfach will. Ich habe keine Ahnung. Ich würde es halt gerne etwas... Ich will nicht, dass man, wenn ich spreche, das sieht. Das mag ich nicht so. Aber etwas hinten und ja... Keine Ahnung, ob das was wird. Ich benutze eine Mascara, die ich nicht so gerne mag. Deswegen habe ich zwei in dem Ding mit reingenommen. Und da benutze ich auf jeden Fall meine Evelyn Wimpernzange, die mir die Sarah zugeschickt hat. Richtig geile Wimpernzange. Also die in schwarz fand ich richtig grottig. Das war ja der Flop des Jahres 2017 und 18 auch, weil ich sie nicht wegschmeißen konnte. Totaler Schwachsinn, aber ich hätte sie einfach in die Mülltonne jagen können. Und ja...
Die hat aber wirklich was drauf. Also die, da muss man nicht so fest drücken, sondern man kann ein bisschen drücken und hat schon ein gutes Ergebnis. Man muss nur aufpassen, dass man sich nicht hier piekst. Mascara, Mascara, Mascara. Wo habe ich euch hingestellt? Ich habe das Gefühl, 80% meines Lebens suche ich irgendwas. Wer kennt das noch? Ja, die zwei sind es ja geworden. Das ist so ein Topper. Den finde ich auch wirklich gut, auch als alleinstehende Mascara. Die hier von Mary Kay. Ich würde never ever 20 Euro für eine Mary Kay Mascara ausgeben, die genauso viel macht wie eine 2 € Probe, die man noch an den Kopf kriegt. Wenn man überhaupt Pröbchen noch an den Kopf kriegt. Aber die macht halt nicht so viel. Wisst ihr, das ist für die natürliche Hausfrau. Das bin ich halt mal gar nicht. Ich liebe das ein bisschen extrem und ein bisschen wunderschön. Und ich schminke mich sehr, sehr gerne, auch wenn ich das Haus nicht verlasse. Ist halt einfach so. Ist Sonntag, sind wir nicht raus. Ich war nur kurz am Automaten. Aber ich wäre auch ungeschminkt gegangen, wäre ich ungeschminkt. Aber ich war geschminkt. Und die Leute haben mich dann so angeguckt, war ich Full Face und sah eigentlich aus wie ein Penner. Oben, ui, unten, fui. Das ist mein Motto. Ich habe jetzt auch so eine. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, so Hausschuhe, ne? So Hausschlappen und Lockenwickler. Also der Postbote hat auch gedacht, oh wei, wei. Okay, diese Mascara verklebt extrem meine Wimpern gerade. So extrem mag ich sie nicht. Seht ihr das? Ich habe nur noch eine Wimper da oben. Wo ist meine Mary Kay, die das retten soll? Vielleicht trage ich auch erst die eine auf und dann die andere. Ja, ich habe so Mitesser, die dann die Foundation noch betont. Kennt ihr das? Also so unterschwellige Biggele. Also ich trage sie morgen mal alleine auf und guck mal, wie sie nochmal ist. Also das ist die B20, sehe ich gerade. Und dann schauen wir mal einfach weiter. Ich würde sagen, wir sind jetzt eigentlich fertig mit dem Look. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, meine Wickler rauszumachen. Ja, natürlich habe ich keine Box, wo ich es reinmachen kann. Oh mein Gott. Und trage mir das hier unterhalb auf. Einfach nur für den Halt. Das ist so ein Textur-Spray. Das ist richtig nervig, Mann. Ja, Ina, der Lockenkopf. Sieht halt schon irgendwas, ne? Weiß nicht, wie das hinten aussieht. Ein bisschen Haarspray. Also richtig kurze Haare, gell? Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen mit meiner Frise auf dem Kopf. Und wir sehen uns einfach das nächste Mal, wenn ich wieder was teste. Ich war jetzt eigentlich relativ zufrieden mit den Produkten. Ich kann jetzt gar nicht motzen. Ich bin sogar überrascht über die Essenspalette. Denn für 6 Euro kann die wirklich auch mal mit High-End mithalten. Ich finde, sie sieht sehr schick aus. Das ist ein tolles Geschenk, wenn man das eine 14-Jährigen schenkt oder sowas. Finde ich das super. Die kann sich dann austesten. Da sind 13,5 Gramm drin. Kostet 7 Euro. Oder 6 Euro. Ich bin mir dabei den Zahlen gar nicht so sicher. Und ich denke, dass das eine große Freude den Leuten bereitet. Also mir zumindest hat es eine heute gemacht. Also ich finde, der Look ist gelungen. Und auch die Haare, diesmal wirklich schön. Gucken, wie sie sich den Tag über meistern. Und dann sehen wir uns wieder.